Hi Leute, das ist Folge 10 des DigiGuess Wochenrückblicks. Heute mit dem Themenschwerpunkt Reform der WLAN-Störerhaftung. Außerdem wollen wir einen kurzen Blick auf das Netzsperrenurteil des Bundesgerichtshofs und unseren 43. netzpolitischen Abend werfen. Am Donnerstag hat sich der Bundestag mit einem Thema befasst, über das wir an dieser Stelle schon häufiger berichtet haben, nämlich die Reform der WLAN-Störerhaftung. Dazu gibt es schon seit längerem einen Gesetzentwurf der Bundesregierung und der hat nun endlich auch das Parlament erreicht. Bei der WLAN-Störerhaftung geht es um die Frage, ob die Betreiber von Funknetzen, die ihre Zugänge für die Allgemeinheit öffnen, für Rechtsverletzungen haften, die andere über diese Zugänge begehen. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht für sie bislang hier ein relativ hohes Risiko. Dementsprechend gibt es in Deutschland momentan weniger als 2 offene WLAN-Zugänge auf 10.000 Einwohner. Im internationalen Vergleich ist das extrem wenig. Die Bundesregierung will die Betreiber von Funknetzen künftig gesetzlich dazu verpflichten, ihre Zugänge gegen, wie es im Regierungsentwurf heißt, unberechtigte Zugriffe zu schützen. Außerdem sollen die Betreiber den Nutzerinnen und Nutzern eine sogenannte Rechtstreueerklärung abnehmen, bevor sie ihnen Zugriff auf ihre Netze ermöglichen. Tun die Betreiber das nicht, dann droht ihnen nach dem Gesetzentwurf weiterhin die WLAN-Störerhaftung. Die Bundesregierung möchte auf diese Weise verhindern, dass Einfallstore für anonyme Kriminalität im Internet entstehen. Schon im September hatte die EU-Kommission im Zuge eines Notifizierungsverfahrens bezweifelt, dass Rechtsverstöße im Internet mit den Vorgaben im Entwurf der Bundesregierung wirksam bekämpft werden können. Weil es sich bei den Vorgaben also um nutzlose Hürden für den Betrieb offener Funknetze handelt, verstößt der Entwurf der Bundesregierung laut EU-Kommission gegen die E-Commerce-Richtlinie und gegen die EU-Grundrechte auf unternehmerische Freiheit und Meinungsfreiheit. In der Tat leuchtet es nicht ein, warum eine Rechtstreueerklärung irgendjemanden davon abhalten sollte, im Internet Rechtsverletzungen zu begehen. Das Gleiche gilt auch für eine Sicherung gegen unberechtigte Zugriffe, zum Beispiel durch Verschlüsselung und Passwort. Ohnehin ist fraglich, worin der unberechtigte Zugriff bei einem offenen Netzwerk eigentlich bestehen sollte. Denn offen bedeutet ja gerade, dass es keine Zugangshürden gibt. In vielen Ländern auf der Welt sind offene Hotspots mittlerweile vollkommen üblich. Wenn der Entwurf der Bundesregierung in der jetzigen Fassung durchkommt, dann werden wir noch weiter hinter diesen internationalen Standard zurückfallen. Das wäre schlecht für die digitale Bildung, schlecht für Meinungs- und Informationsfreiheit und schlecht für Innovationen im Bereich der Online-Wirtschaft. Auch gemeinnütziges Engagement, wie es zum Beispiel die Freifunker bei der Flüchtlingshilfe leisten, wäre mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht mehr möglich. Der Entwurf der Bundesregierung ist in der vorliegenden Fassung also vollkommen unbrauchbar und verstößt obendrein gegen EU-Recht. Wir hoffen daher, dass das Parlament die Fehler an diesem Gesetz nun korrigieren und die WLAN-Störerhaftung ein für allemal bedingungslos abschaffen wird. Dafür hatten wir übrigens schon im Jahr 2012 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Auch zu dem Notifizierungsverfahren hatten wir gemeinsam mit den Freifunkern und dem Verbraucherzentrale Bundesverband eine Stellungnahme eingereicht und darin genau die Rechtsverletzungen dargelegt, die die EU-Kommission schließlich im September gerügt hat. Links zu beidem findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem haben uns in dieser Woche die Netzsperrenurteile des Bundesgerichtshofs beschäftigt. Der BGH überschreitet damit eine rote Linie. Das Gericht hat es nämlich erstmals für möglich gehalten, einen Telekommunikationsprovider dazu zu verpflichten, den Zugriff auf bestimmte Webseiten zu sperren. Leider liegen die Urteile bislang noch nicht im Volltext vor. Es gibt nur eine dünne Pressemitteilung, sodass eine abschließende Beurteilung noch nicht möglich ist. Eine erste Analyse findet ihr allerdings bei uns auf dem Blog. Den Link dazu gibt's unten in der Videobeschreibung. Schließlich haben wir auch noch unseren 43. netzpolitischen Abend veranstaltet. Wer nicht dabei sein konnte oder die Vorträge einfach nochmal nachsehen möchte, der kann das auf unserem YouTube-Kanal tun. Auch dazu findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Ja, das war Folge 10 des DigiGuess-Wochenrückblicks. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!